Tourismus, Milchvieh und eine Biogasanlage. Moderne Landwirtschaft hat viele Gesichter. Und Familie Schröder vereint diese auf ihrem Betrieb in Deinstedt im Landkreis Rothenburg. Das jüngste Standbein ist die Biogasanlage. Wir stehen hier vor Ihrer Biogasanlage. Wie groß ist die Anlage? Ja, wir betreiben die Anlage hier mit 410 kW. Wann wurde die Anlage gebaut? Wir sind im letzten Jahr im April ans Netz gegangen. Wie sind Sie dazu gekommen? Ja, es ist ein bisschen anders angefangen. Wir hatten zu Hause auf dem Betrieb, unserem Milchviehbetrieb, hatten wir nicht ausreichend Güllelager. Und dann habe ich einfach mal angefragt bei dem Anlagenhersteller, ob die mir nicht einfach einen Güllebehälter hinstellen können. Und dann kamen die Gespräche und hat sich dann so entwickelt, dass wir über das neue EEG nachgedacht haben und haben dann gerechnet. Und dann haben wir uns entschieden, dann einfach eine Anlage zu bauen. Und damit haben wir das Problem auch zugleich gelöst. So ist es entstanden. Sie sagen Milchviehbetrieb. Können Sie was zu Ihrem Betrieb kurz erzählen? Ja, wir halten zurzeit 150 Milchkühe mit Nachzucht. Und das ist eigentlich auch unser Haupteinnahmebereich. Wie verträgt sich die Biogasanlage damit? Also wo sehen Sie da die Vorteile als zusätzliches Standbein oder wie sieht das aus? Ja, für uns war die Entscheidung schon so, dass wir gesagt haben, wir müssen ein zweites Standbein haben, damit wir auch mal größere Schwankungen ausgleichen können im Milchviehbereich. Mhm. Die sind ja auch schon im letzten Jahr da gewesen. Wir haben ja schon einen kräftigen Einbruch gehabt. Das hat mich dann auch bestätigt, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben. Was für Substrate werden in der Anlage gefüttert? Ja, das wichtigste Substrat ist natürlich die Maissilage. Das ist ja einfach die Frucht, die uns am meisten Energie vom Hektar bringt. Wir setzen aber auch Grassilage ein. Die Silagen, die wir für das Rindvieh nicht brauchen, gehen hier auch rein. Da wollen wir auch nichts verschenken. Wir nutzen das auch intensiv, das Grünland. Dann geht der gesamte Rindermist hiermit in die Anlage und natürlich, wie das bei den Gülleanlagen ist, auch die ganze Gülle aus dem ganzen Rindviehbereich. Was für einen Gülleanteil hat die Anlage? Im Moment fahren wir über 50%. Mit der Substratmischung sind Sie zufrieden? Das läuft gut? Ja, die Biologie läuft sehr stabil und da sind wir sehr mit zufrieden. Die Ausbeuten sind echt gut. Apropos Beratung, wo kommt die denn her? Ja, wir haben ja zwei Möglichkeiten. Einmal haben wir von unserem Anlagensteller her selber die Möglichkeit, da im Labor Proben zu untersuchen zu lassen. Aber ich habe auch hier über die Stader Saatzucht mal eine Beratung angefordert von der Agravis. Die haben sich ja auf diese Dinge spezialisiert. Wir hatten im letzten Winter mal ein größeres Problem hier, auch mit einer Futterumstellung. Und haben dann auch feststellen müssen, dass auch hier die Spurennährstoffe im Grenzbereich liegen. Und da habe ich diese Beratung auch da mal in Anspruch genommen, haben auch dann reagiert, haben auch Mittel eingesetzt und das auch sehr erfolgreich. Wir haben also auch nach kurzer Zeit dann auch eine gute und stabile Biologie wieder gehabt. Im zweiten Teil sehen Sie, wie Dieter Heidkamp, Biogasexperte der Agravis, die Anlage überprüft.